Hallo und ganz herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu meiner Bock auf Make-up Videoreihe, in der jeden Tag die ganze Woche lang ein Video von mir online kommt, in der ich eine Make-up-Inspo für euch abdrehe. Ja, die letzten Tage waren die Looks etwas polarisierender. Ich bin ein bisschen ausgerastet. Heute werden wir den Look ein bisschen runterfahren. Ich werde was Alltagstaugliches schminken mit meinen persönlichen Drogeriefavoriten. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Los geht's. Viel Spaß dabei. Irgendwie weiß ich auch nicht, mein Zopf hängt immer schief, obwohl ich ihn genau in der Mitte von meinem Kopf binde. Der rutscht immer irgendwie zur Seite rüber. Hated. Ich bin halt echt ein haariges Teenager. Ich bleib lieber beim Make-up. Und deswegen starten wir jetzt direkt mal mit dem Primer. Schon lange, lange, lange nicht mehr in meinen Videos verwendet. Aber eine heiße Liebe ist der NYX Bare With Me Primer. Das ist ein Jelly Primer. Ich habe das Gefühl, er zieht die Foundation an wie ein Magnet. Er sitzt einfach super gut auf meiner Haut. Und alles, was ich drüber gebe, wirkt irgendwie so flawless. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Den gebe ich übrigens mit den Händen ganz einfach im Gesicht auf. Weiter geht es dann mit meinem aktuellen Favoriten aus der Drogerie, was die Foundation angeht. Das ist die Born to Glow Foundation. Ich habe einige richtig tolle aus der Drogerie. Wenn euch mal ein gesamtes Review-Video dazu interessiert, dann zeigt mir das sehr gerne. Dann drehe ich sowas auch für euch ab, aber momentan liebe ich die. Ob es jetzt ein bisschen stärkeres Make-up ist oder ob es ein etwas leichteres Make-up ist für den Alltag. Die ist einfach super. Man kann sie richtig schön dosieren, entweder in einer dünnen Schicht oder eben etwas mehr die Deckkraft aufbauen und ja, dann eine Full Coverage Foundation draus zaubern. Ich habe hier die Farbe Buff und gebe das Ganze mit meinem angefeuchteten Make-up-Schwamm von innen nach außen im Gesicht auf. Verzeiht mir, ihr Lieben, wenn ihr im Laufe dieser Make-up-Reihe beziehungsweise auch im Laufe meiner kompletten YouTube-Videos immer mal wieder die gleichen Make-up-Produkte seht. Ich variiere da nicht so groß, so dass ihr diese Looks auch nachschminken könnt, wenn ihr Bock drauf habt. So könnt ihr euch eine Produktrange zulegen mit ja, so Must-Haves, die ihr bei mir vielleicht gesehen habt, die euch inspiriert haben und seht bei mir halt eben immer wieder das Produkt im Einsatz und dazu eine passende Make-up-Inspo oder Anwendetechnik, wie auch immer. Es spricht ja auch für die Produkte, dass sie immer wiederkehren, denn das zeigt euch ja auch, dass sie für mich persönlich einfach super gut funktionieren und dass ich sie euch wärmstens empfehlen kann. Wir können natürlich auch nochmal First Impression Videos machen, aber vorerst habe ich hier so meine kleine Base und heute geht es ja auch tatsächlich um meine Favoriten. Und da gehört einfach der Born to Glow Concealer, also der passende Concealer zur Foundation dazu. Ich finde den so, so gut. Das ist die Farbe Vanilla. Der ist oft im Einsatz, sieht schon ein bisschen nudelig aus, aber ich liebe ihn sehr, der ist auch fast leer, aber für dieses Video reicht es noch. Ich gebe mir das Ganze unter den Augen auf und blende das Ganze dann mit dem gleichen Schwamm wieder ein. Und das Ganze sette ich dann auch instant mit meinem Brighten Up Banana Powder. Hashtag No Words Needed. Weiter geht es dann mit diesem Favoriten hier, das No Filter Puder. Witzigerweise zeige ich ja regelmäßig immer die gleichen Produkte in meinen Videos. Trotzdem kommen immer wieder Fragen, was hast du für ein Puder verwendet oder ja, was trägst du für eine Mascara und so weiter und so fort. Also nicht jeder schaut scheinbar offensichtlich jedes meiner Videos und verpasst die wichtigsten Produkte. Das ist einfach so ein schönes Puder. Das liegt so leicht auf, es macht das Make-up wirklich schön makellos und gleichzeitig haltbar. Das Ganze gebe ich mit einem etwas fluffigeren Pinsel im kompletten Gesicht auf und spare natürlich die Brighten-Up-Stellen aus. Weiter geht es dann mit den Augenbrauen und diesem Augenbrauenstift hier von NYX. Das ist die Farbe Ash Brown und ich liebe den einfach, weil der so präzise ist und ich mir damit am besten meine Augenbrauen nachziehen kann. Da gibt es mehrere Varianten von dieser Art Augenbrauenstift, aber der von NYX gefällt mir besonders gut, weil die Farbe eben halt auch so schön zu meinem Haaransatz matcht. Genau, und damit ziehe ich mir jetzt meine Augenbrauen nach in fein strichelnden Bewegungen und fülle sie damit auf. Ihr wisst es ja, dass ich nach dem Augenbrauenziehen immer ganz gerne noch meine Härchen fixiere. Dafür nehme ich das Make Me Brow Eyebrow Gel von Essence. Das ist so ein kleines Bürstchen, was mit Farbe getränkt ist, die Augenbrauen zusätzlich nochmal auffüllt, aber auch die Härchen an Ort und Stelle fixiert. Ich mag das auch immer noch ganz gerne, die Augenbraue so ein bisschen zu liften. Das ist
der Highlight Eyebrow Lifter von Essence. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es den noch gibt, aber so eine Art von Stift gibt es immer, immer in der Drogerie. Kann ich euch nur empfehlen. Ich mag diesen Effekt einfach super gerne. Ich gebe das Ganze unter dem Augenbrauenbogen auf und vor allem auch zu Beginn der Augenbraue, um das Ganze nochmal scharf zu zeichnen. Ich mag es einfach super gerne, weil es auch den Look komplett nochmal auffrischt. Ich nehme jetzt einen Blenderpinsel und die Neutrals 3 Palette von Makeup Revolution und wähle hier den ja, etwas wärmeren Braunton und gebe das Ganze in die Lidfalte. Blende das Ganze schön ein und konturiere somit sozusagen mein Augenlid und gebe dem Auge somit etwas mehr Ausdruck. Dieser Stift hier eignet sich zum Beispiel auch super, um den inneren Augenwinkel noch etwas zu highlighten, aber jetzt nicht mit so metallischen Lidschatten zu arbeiten. Das mache ich jetzt einmal. Also ich tupfe diesen Stift wirklich nur in den inneren Augenwinkel und verblende das Ganze dann mit dem Finger. Ihr seht schon, der Lidschatten hier ist relativ rotstichig, ist ein sehr, sehr warmes Braun. Ihr könnt dafür natürlich auch jedes andere Braun nehmen, was ihr mögt oder jede andere Farbe. Das ist ja nur eine Inspiration. Und jetzt tusche ich mir meine Wimpern, um einfach ja, das Augen-Make-up zu vervollständigen. Und super, super oft werde ich gefragt, welche Mascara ich verwende. Und da habe ich viele, die mir sehr gut gefallen. Ähnlich wie bei den Foundations. Aber eine aus der Drogerie, wo ich wirklich sage, das lohnt sich zu dem Preis, ist die Lash Princess Gold Volume Mascara. Die funktioniert bei mir einfach so, so gut. Und ja, ist auf jeden Fall ein Nachkaufprodukt für das kleine Geld. Würde ich sie mir immer, immer wieder zulegen. Dieses Contour-Duo hier von Essence habe ich auch sowas von für mich entdeckt. Ich finde den Konturton einfach perfekt. Ich habe hier die Light-Variante, also 10 Lighter Skin. Und nehme davon den dunklen Ton mit einem Feinpinsel und gehe damit in die Kontur, um mein Gesicht einfach so ein bisschen in Shape zu bringen. Mein absoluter Lieblingsbronzer ist der von NYX. Also ihr merkt schon, ich habe so einen kleinen Tick für NYX. Irgendwie funktionieren diese Produkte bei mir super gut. In der Farbe Deep Tan. Das ist ein sehr, sehr warmer Bronzer. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass er vielleicht etwas zu warm, zu rangstichig ist. Aber erfrischt den Look so krass auf. Ich mag ihn so, so gerne. Der ist absolut matt und ich finde, er hat genau die richtige Farbe. Also so einen schönen Bronzer habe ich selten gesehen und momentan verwende ich ihn wirklich bei jedem Look, wie ihr gemerkt habt. Also absolute Liebe und absolut zu empfehlen. Ich nehme den ganz leicht auf. Der ist super gut pigmentiert. Könnt ihr übrigens auch fürs Dekolleté nehmen oder so für die Beine, um die ein bisschen zu bronzen. Also nicht nur fürs Gesicht gut geeignet. Und das Ganze tupfe ich mir auf der Stirn auf den Wangen auf und gebe meinem Gesicht so ein bisschen Frische und Wärme zurück. Mittlerweile ist dieses Spray hier auch nicht mehr wegzudenken auf meinem Kanal. Ihr wisst, dass ich es sehr liebe. Ich habe es euch schon 100 Mal empfohlen und viele, viele von euch haben es sich auch schon auf meine Empfehlung hingekauft und sind auch sehr begeistert, was mich total freut. Das ist das Rosenwasser Gesichtsspray von Garnier aus der Skin Active Serie und es hat so einen leichten Sprühnebel. Es ist einfach sehr angenehm, es duftet super gut und ich habe das Gefühl, dass es das Make-up noch eleganter aussehen lässt. Ich gebe das Ganze im Gesicht auf und sette das Ganze wie immer mit meinem Setting-Schwamm. Dafür ist es natürlich vollkommen egal, welches Spray ihr dafür benutzt. Ihr könnt natürlich dieses Gesichtswasserspray hier nehmen, was ich euch empfehle. Oder ihr nutzt einfach ein anderes Setting-Spray, was ihr bei euch in der Schminksammlung habt. Einfach um diesen Effekt mal zu sehen und das Ganze zu testen, ob das was für euch ist. Ich liebe es auf jeden Fall. Und ich mache jetzt weiter mit dem Highlighter. Das reimt sich immer so schön. Und da habe ich wieder einen von Makeup Revolution am Start. Ich mag die Farbe hier super, super gerne. Das ist der Reloaded Highlighter in der Farbe Make an Impact. Der hat nicht so eine krasse Power, aber einen richtig leichten Schimmer, der sehr natürlich aussieht und sich mega gut für den Alltag eignet. Ich gebe das Ganze mit einem Feinpinsel oben auf dem Wangenknochen auf. Man kann den Pinsel zum Beispiel anfeuchten oder die angefeuchtete Haut durch das Spray nutzen, um den Highlighter noch ein bisschen poppiger rauskommen zu lassen. Beispielsweise kann man jetzt auch mit dem Finger wunderbar noch ein kleines Highlight-Pünktchen über dem Stift setzen, den wir vorhin aufgegeben haben, um einfach noch so ein bisschen was Metallisches in den Look zu bringen. Wer mein Schminksammlung-Ausmist-Video gesehen hat, weiß, wie viele Lippenprodukte ich verwende. Und natürlich kann ich da nicht sagen, das ist mein Liebster und das ist mein Liebster, weil es natürlich auch auf den Look drauf ankommt, auf was habe ich Bock, was passt zu dem Look und so weiter und so fort. Aber es gibt immer so Lippenprodukte, auf die greife ich einfach immer und immer wieder zurück,
Die funktionieren bei mir einfach super, super gut. Und da wir in der Drogeriekategorie sind, habe ich mir jetzt einfach mal zwei rausgesucht. Und ich glaube auch, dass ich mich heute für diesen hier entscheiden werde. Von NYX, die Soft Matte Lip Cream in der Farbe Abu Dhabi. Es ist ein super schönes Nude, was sich sehr, sehr gut für den Alltag eignet. Ich habe hier aber zum Beispiel auch noch von Catrice einen Lippenstift. Seht ihr wahrscheinlich auch noch diese Woche das ein oder andere Mal hier in meinem Video. Das ist der Full Satin Lipstick in der Farbe 10. Auch ein wunderschönes Nude. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Solltest du mich noch nicht abonniert haben, hol das sehr gerne hier nach und ich sage bis denn dann. Tschüss.